Oh, damit herzlich willkommen YouTube zu einer weiteren Folge Endling. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem vermissten kleinen Welpen und werden nach und nach die ganzen Geheimnisse dieser Gegend lüften und probieren eigentlich nur unsere Welpen über die Runden zu bringen. Aber vom Hunger her sieht es eigentlich ganz gut aus. Deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen umgucken. Wir haben ja nämlich schließlich auch einen netten Menschen, der uns auch Essen gibt. So. Wo haben wir? Wir haben jetzt echt nur außerhalb. Wir haben am Dachsbau haben wir tatsächlich was. Und wir haben eine neue Spur, die wir verfolgen werden. Wir sind eh zur vom Dachsbau. Gehen wir mal weiter. Da buddelt jemand? Oh Gott. Wer buddelt da? Er hackt Bäume. Um die Uhrzeit noch? Und der hat jetzt zum Beispiel keine Gasmaske auf. Eine weitere Spur haben wir gefunden an Nacht 18. Oh, das kleine Mädchen will nicht, dass Papa den Fuchs wohin schiebt. Wir müssen eh in die Richtung. Hallo, Mr. Dax. Ich glaube, wir kommen jetzt in den neuen Abteil. Wir kommen jetzt auf die Farm. Nein. Was ist das? Das ist der... Er wollte das Fuchsbaby retten. Und der Vater hat aber nein gesagt. Wir können auf jeden Fall jetzt hier durch. Aber wir gucken uns natürlich erst noch kurz hier um. Nach der letzten Erinnerung. Oder was heißt Erinnerung nach der nächsten Spur? Okay, jetzt sind wir beim nächsten Hinweis. Mal gucken, was uns der sagt. Ah, ich verstehe, die Leute zahlen gut Geld für den Pelz von uns Füchsen. Ah, ist traurig, aber so läuft es halt heutzutage noch. Wir ein bisschen vorsichtig sein, dass die uns nicht entdecken. Aber ja, ich verstehe dann schon. Ärgerlich. Ja. Okay. Dann werden wir auf jeden Fall da reingehen. Nein, nein, nein. Ich hab gespammt. Ich schwöre. Müssen wir die Nacht hier nochmal starten? Ich glaube ja. Ja.
Wir müssen es nochmal machen. Super. Diesmal jetzt kurz keine Zeit verschwenden. Ah, ich muss da besser aufpassen. Das ist, weil ich gerannt bin, glaube ich. Oh, die armen Kleinen. Das nochmal alles anschauen. Aber die Kleine hat auf jeden Fall probiert. Sie hat auf jeden Fall ihren Teddy auch dabei gehabt. Sie hat auf jeden Fall probiert, uns unser Kleines zu retten. Hallo, Monsieur Dax. Aber dem Dax geht's ja nicht anders als uns. Er probiert auch nur irgendwie zu überleben und sein Kind zu schützen. Die letzte Erinnerung oder die letzte Spur macht schon wieder Erinnerung gesagt. Also wie gesagt, die Leute wollen auf jeden Fall den Pelz haben, aber den Pelz von einem kleinen Fuchs, ist es so schlau? Der bringt ja eigentlich nichts, oder? Wir sind auf jeden Fall bis zur nächsten Spur gekommen. Wir haben noch zwei Spuren vor uns. Bin mal gespannt. Wir werden jetzt auf jeden Fall hier reingehen und werden jetzt nicht unbedingt dem Wilderer in die Arme laufen, wie vorhin. Jetzt mal hier hinter. Hier ist auf jeden Fall irgendwie auch so Pelz. Aber ich weiß nicht, was wir damit anfangen können. Oh, er kommt da nicht hoch, gell? Mal schön. Kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Die Fähigkeit haben wir auf jeden Fall noch nicht. Wir müssen auf jeden Fall zurück zu unserem Bau. Wird auf jeden Fall wieder Tag. Okay, das war jetzt doof von mir.
Das war jetzt sehr doof von mir. Wir werden den Dachsbau benutzen. Oder? Ist das schlau? Ja, ich glaube, das ist schlau, weil die Wilderer sind eigentlich nur hier unterwegs. Und wenigstens gegessen haben sie. Esst nochmal schnell. Schleichen uns an der Eule vorbei. Okay, ich kann auf jeden Fall wieder normal laufen. Ah, die Musik ist aber auf jeden Fall wunderschön. So. Gehen wir hier mal rein. Wir müssen auf jeden Fall noch die ganzen anderen Fragezeichen aufdecken. Das auf jeden Fall. Es ist ein regnerischer Tag gerade draußen. Schleichen, um nicht gehört zu werden. Ja, das wissen wir schon. Funktioniert eher semi, aber es regnet halt auch tatsächlich. Wir würden jetzt, nehmen wir wieder den Dachsbau und dann kommen wir hier raus und dann machen wir als erstes das Fragezeichen da oben. Nehmen wir links oben und zum ganzen Schluss machen wir das außen rechts, wenn da noch Zeit ist. Es regnet sehr stark. Wie muss ich hier laufen? Ja, genau, wir müssen geradeaus weiter. Essen Sie noch mal was? Ist auch immer was zu essen, das finde ich sehr gut. Oh, und jetzt haben wir wenigstens unsere Nahrung ein bisschen aufgestockt. Oh, guck mal. Da ist die Dachsmama und da ist ihr Dachsbaby. Oh, ist schon ein bisschen süß. Ist schon sehr süß. Gehen jetzt mal hier weiter und dann müssen wir nach links. Nach rechts so. Da vorne spielt jemand. Das könnte unser anderes Fragezeichen sein, oder? Okay, dann machen wir den Wilderer, locken wir wieder dahin. Was die macht, aber sie spielt auf jeden Fall sehr schöne Musik. Oder er?
Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Oh. Bellende Füchse beißen nicht. No. Ja, sie ist auf jeden Fall auch eine nette. Okay. Wir müssten uns jetzt... Ja. Theoretisch... müssen wir da, wo wir das Wildererzeichen haben, weitergehen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt zurück zu unserem Bau gehen. Und werden das erst in der nächsten Nacht machen. Weil da haben wir dann genug Zeit, um da direkt hinzulaufen. Ich will jetzt nicht wieder... dann, wenn Tag hell ist, wieder zurück zu unserem Bau irgendwie kommen. Deswegen gehen wir jetzt schon mal die Nacht beenden. Wir haben gut gegessen. Wir haben 2 Fragezeichen abgeklappert. Das geht schon. So. Unsere Füchslein werden aber immer größer. Und wir haben jetzt auch den Teddybär mitgenommen. Von der Kleinen. Das wäre cool, wenn wir den nochmal... Die Frage ist, könnten wir nochmal zu ihr? Aber ich glaube, sie wird uns auf der Karte nicht mehr... Wir können die Hühner erschrecken, oder was? Ich habe es gerade nicht gelesen. Nee, wir können gerade nicht mehr zu ihr, okay. Wir haben auf jeden Fall auch wieder 2 Fragezeichen. Ja, hier beim Holzfell, bei dem gefällten Holz werden wir wahrscheinlich kein Tier mehr finden. Wenigstens immer an derselben Stelle. Wir müssen jetzt hier hoch und dann nach rechts. Oh, das wollte ich nicht. Kinnis. Der Baum wurde auch gerade erst gefällt, so wie das aussieht. Unsere Kiddies. Gehen wir mal da entlang. Aber es regnet schon extrem krass. Moment. Hier oder was? Ah, hier können wir den Wilderer hinjagen. Müssen wir theoretisch hier weiter. Los, hol uns unser Essen. Das dürfte gut was wieder plus geben. Ja. Ausgezeichnet.
nee, das macht man nicht mehr. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Da müssen wir wirklich hinten rum. Okay. Also müssen wir so und dann irgendwie nach links. Oh lol, ist die Nacht schon rum? Wir dürfen uns aber nicht mehr hinterher, oder? Aber wir müssen auf jeden Fall zurück. Wo gehen wir jetzt am dümmsten hin? Ich glaube, wir nehmen jetzt hier den. Also nämlich nochmal schön snaken. Kann manchmal die Eule hocken. Diesmal hockt sie zum Glück nicht da. Okay. Mach mal in Nacht 21 mit den Fragezeichen weiter. Würde ich sagen. Das Essen haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen plus gemacht. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr voll. So, meine Freunde. Dann hätte ich aber gesagt, dass wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich muss gucken, dass die Folgen immer ein bisschen kürzer bleiben. Gerade bei diesen, bei diesem Aufnahmeformat. Deswegen hören wir uns in der nächsten Folge von Endling. Danke fürs Zugucken. Und dann hätte ich gesagt, bis dann. Ciao, ciao.